So, wir haben jetzt hier die Tüten schon mal vorbereitet. Und in jeder so einer Tüte haben wir ein Kilo Reis reingepackt, ein Kilo Buchweizen, Zucker, Mais, einen Liter Öl, Trockenfrüchte, sowas ähnliches wie eben Vegetar und eine Packung Mayonnaise. Damit können Sie zumindest Ihr Haushaltsbudget ein bisschen stretchen. Wir gehen jetzt hier im dunklen Flur und klopfen mal bei einer Person an. Mal sehen, ob die aufmacht. Ich mach Pause. Здравствуйте, можно вас? Я все полила. На минутку вас, можно? Вон, я хочу, что вижу. Миша, не, Миша, Миша дома пекет. Там, вот, принесли маленькую продукцию. Якщо ви там розберетеся, далі не будемо вас заходити, тому що не будемо вам мішати, але там вже розберетеся. Дякую вас, мій Бог, благословить, що ти робили. Da ich nicht selber alles übergeben kann und klingeln kann und aufnehmen kann gleichzeitig, habe ich noch einen Freund von mir mitgenommen. Noch eine Stelle, wo wir wieder so ein Paket geschnürtes bringen. Die Leute schämen sich so arg, uns reinzulassen. Можешь вас на минутку? Что? Алис, вам принесли продукты. Кого? Продукты принесли. А, дякую, дякую. Ну, добре. И вам, Боже, благослови тоже, и дымому дальше продукты. Да, пожалуйста. Все, выздоравливай, это потихоньку. Вам, Боже, дякую. Да. Добре, Боже, вам благослови. До свидания. Die Frau hat gesagt, vielen, vielen Dank, denn sie ist gerade sogar sehr krank und kann noch nicht mal einkaufen gehen. Wir haben gerade hier noch einen getroffen, dessen Mutter ist so eine Pensionärin und er ist arbeitslos, kann im Moment also seine Mutter nicht unterstützen, die so eine kleine Rente hat. Und bin ganz froh, dass wir ihn jetzt erreicht haben. Also, der hat jetzt auch so ein Paket bekommen, das er jetzt seiner Mutter bringt, die 80 Jahre alt ist. Wir sind angekommen. Noch eine Frau, eine ganz alte. Das Wort Jakuju heißt Danke, Danke. Und dann sagt sie, möge Gott Ihnen alles vergelten. Так. Добре, їдемо далі. Сама, слава Богу, що 84 роки. Держіть маленьку вам така маленька допомога. Держіть, привіт, Ніка, мало сьогодні продукту принести. Привіт, Бен, привіт. Приїхав Бен, та маленько ти продукту принес. Добре, пану дякую. Як ти все маєш? Тепер у мене Аллах хворо, та курив. Курив ти все. Це auch krank geworden. Не давай, то бо так... Will nicht, dass ich sie aufnehme. Okay, ich mache aus. Ja. Темного. Для вас и вашей матери. Und die heizen hier mit Holz. Das ist natürlich viel, viel besser. Temperatur zeigt 19 Grad hier im Zimmer. Auch interessant, ja. Und die sparen halt sehr viel, weil sie mit Holz heizen.
переживайте, я знаю. Ой, слава Богу, что уже ходите своими ногами, тоже слава Богу, хорошо. Die Frau hat uns jetzt noch erzählt, wie sie das immer so gemacht haben, dass sie tagsüber den Holzofen, damit sie sparen, und nur nachts, weil es ein bisschen gefährlich ist, dann die, den Elektro. Aber jetzt haben die Elektropreise so angezogen, dass es ganz schlimm geworden ist. Aber die wollten nicht, dass ich weiter aufnehme. Da oben wohnen die drin. Aber trotzdem, ja, ihr habt ein bisschen Eindruck bekommen. Это видео людей, где умирали люди от самогона за Украину, поэтому что? Пожалуйста. Дверь не закрывается, поэтому... А это не закрывается вообще никогда, дверь. Я ее на замок прикрываю. Проходите, садитесь. Да мы ненадолго, потому что нам еще дальше надо идти. Дякую вам, пані. Це коло. Ото, ну, дивіться, це хозяїн цих продуктів, який вирішив, у Германії вже вирішив пенсіонерам допомогти чим можна. Дякую, пане. Дякую. У мене внучка ще тепер 9 місячна. Дуже вам гарно дякую. Хай Бог вас благословить. А дякую, що Бога мене забув. Не забуваємо. Кого знає, ми не забуваємо ніколи. Дуже гарно дякую. До побачення. До побачення.